Zwanghafte Langsamkeit, Zwangshandlungen und Rituale. Also grundsätzlich nimmt der Zwang oder der ausgeübte Zwang, Zwangshandlungen, die nehmen viel Raum ein am Tag. Also es dauert sowieso alles dann immer länger, ne? Es gibt aber jetzt ganz speziell nochmal den Begriff zwanghafte Langsamkeit. Ich habe eine Seite gefunden, mediankliniken.de, Behandlungsgebiete, Psychosomatik, Zwangsstörung, verlinke ich gleich unten. Und da steht zur zwanghaften Langsamkeit, sämtliche Formen der Zwangsstörung führen dazu, dass die Betroffenen oft sehr viel Zeit damit verbringen, ihre Zwänge auszuüben. Bei einer eher seltenen Form der Zwangserkrankung scheint die Langsamkeit selbst das Symptom zu sein. Von dieser Erkrankung Betroffene benötigen zum Beispiel mehrere Stunden zum Zähneputzen, da sie jeden Millimeter der Zahnoberfläche mit exakten Kreisebewegungen der Zahnbürste reinigen. Oder zum Beispiel beim Kämmen achten sie darauf, dass jedes einzelne Haar gekämmt wird. Und ich vermute, dass auch die Werkzeuge, die man dann dazu nutzt, also Kamm, Zahnbürste, gereinigt werden, also dass das auch Teil dieses Rituals ist, dass man mit den Werkzeugen auch, wo die dann sind und so, ne, ganz ritualisiert immer wieder derselbe Vorgang. Dazu habe ich mir aufgeschrieben, Trödelzwang, eher seltene Form der Zwangshandlungen, zum Beispiel mehrere Stunden Zähneputzen, alltägliche Beschäftigungen werden ausgedehnt, exakt und ordentlich ausgeführt, Instrumente der Ausführung, zum Beispiel Zahnbürste. Habe ich mir jetzt noch dazu geschrieben, ne? Dass die dann auch gereinigt wird und ihren festen Platz hat und so. Und als nächstes kommen wir zum zwanghaften Rückversichern. Da steht hier, in für den äußeren Betrachter scheinbar banalen Situationen veranlassen die Betroffenen dieser Zwangsstörung Personen in ihrer Umgebung, ihnen zu versichern, dass bestimmte Vorgänge oder Situationen in Ordnung sind. Sie benutzen die objektive Einschätzung eines anderen, ihre eigene Unsicherheit zu reduzieren. Ein über längere Zeit zunächst unauffälliger Rückversicherungszwang kann darin bestehen, nach dem Einkauf das Kassenpersonal zu bitten, den zurückgezahlten Geldbetrag hinsichtlich der Richtigkeit noch einmal zu überprüfen. Ein solches zwanghaftes Verhalten wird so lange nicht auffällig, wie ein Betroffener verschiedene Geschäfte aufsuchen kann oder auf unterschiedliches Personal trifft. Um solche Risiken zu reduzieren, kaufen die Betroffenen nur noch selten und dann größere Mengen ein oder lassen sich von Personen begleiten, die diese Verhaltensmuster noch nicht kennen. Also die haben auch Angst, dass das entdeckt wird. Da spielt die Scham auch wieder mit rein. Auf meine Karte schreibe ich mir, zwanghaftes Rückversichern. In banalen Situationen werden Außenstehende gebeten, noch einmal nachzuzählen, zu überprüfen. Scham, Pfeil nach rechts, man versucht stets andere Personen zu finden, ihre objektive Einschätzung zu geben, damit der Zwang unerkannt bleibt.